Und in den wunderbaren stillen Himmel gucken wir. Starten wir wieder zu einer weiteren Runde. Entschuldigung, Tourist Simulation mit mir, der Marc. Immer noch auf der Linie 412, Entschuldigung, wo wir letztes Mal schon waren. Wir lassen jetzt hier noch die letzten Leute aussteigen in die Pampa um 22.10 Uhr. Ist ja gar kein Problem. Da möchte ich auch in so eine Pampa rausgelassen werden. Es geht los. Wir fahren weiter. Ja, es ist wieder ein Tag her. Die Folge ist wieder relativ frisch. Wir haben es gerade 11.27 Uhr. Ich glaube, gestern war es auch irgendwas um 11 Uhr oder so, wo ich die aufgenommen habe. Mit dem einzigen Nachteil, dass ich jetzt zwei aufnehmen werde für heute und morgen schon im Hintergrund. Und dann, wenn die alle fertig bearbeitet sind, nehme ich noch eine auf. Und den Rest nehme ich dann erst, keine Ahnung, am Wochenende auf oder so. Mal schauen. Weil ich ja für die ganze nächste Woche auch noch Folgen brauche. Ich habe mich jetzt, glaube ich, das ist jetzt ja wieder ein gnadenloser Tag vergangen, ein gnadenloser, guter Tag vergangen ist, habe ich mir jetzt mal wieder, oder habe ich mich jetzt mal ein bisschen umgehört. Ich habe im TML-Forum, TML-Studio-Forum geschrieben, wie das denn aussieht, wenn ich mir einen Fernbus-Simulator, einen DLC kaufe, dass ich die Busse auch einen Tourist-Bus habe. Das ist zwar geplant, aber aktuell noch nicht umgesetzt, also das heißt, daran wird auch gearbeitet, das heißt, mein Plan ist zwar ganz schön, werden wir auch irgendwann umsetzen, aber aktuell nicht jetzt. So in etwa, so ist zumindest aktuell die Aussage. Das heißt, damit können wir leider oder müssen wir leider auch noch warten, weil wir davon aktuell ja noch keine... Ja, weil es halt einfach noch nicht geht. Ist zwar schade, aber was sollen wir denn machen, so in etwa? Ich hoffe mal, dass nach Weihnachten wieder ein Update für Tourist Bus kommt, wo es vielleicht dann mal wieder ein bisschen was Neueres gibt, weil wir sind jetzt doch schon für unsere Verhältnisse, glaube ich, relativ groß. Also wir haben eine relativ große Firma, wir haben ja schon 6 Busse oder 5. 6 sogar schon. Wir haben ja schon 6 Busse, also wir sind ja schon gar nicht mal mehr so klein. Für ein Unternehmen sind 6 Busse schon eine ordentliche Hausnummer. Oder was hast du vor? Mich ausbremsen. Finde ich gut. Ja. Ich lade im Hintergrund gerade noch LS hoch. Damit dann ist das auch oben. Dann habe ich nämlich nur noch Tourist Bus, was ich ready machen muss. Und dann bin ich nämlich durch für dieses Jahr. Und das werde ich auch dieses Jahr noch machen. Das heißt, am 31. werde ich nichts aufnehmen. Zumindest ist das aktuell geplant. Alter, warum ruckelt das denn heute wieder so? Ich habe meinen PC frisch gestartet. Ich habe halt noch nichts gemacht. Wenn ich in Städte komme, ist das ein ruckelfestes Jahrtausend. Das ist doch voll ätzend. Suchbereich für Mietwohnung. Nö. Ja, wir lassen mal wieder alle Leute ein- und aussteigen. Wir können mal ganz kurz in die Option, in die Grafik gehen. Gamma schrauben wir mal. Qualität. Das jetzt alles mal nur auf hoch. Ich setze das jetzt alles mal nur auf hoch. Materialqualität bleibt auf hoch. Effektqualität, das setzt jetzt alles mal auf hoch nur. Und hoffen einfach, dass das vielleicht ein bisschen besser wird. Annehmen, zurück. Das sehen wir jetzt ja gleich erst richtig im Fahren, ob das besser geworden ist. Ich finde, so finde ich schon ein bisschen besser. Ist aber auch immer schwierig zu sagen. So, dadurch, dass ich gerade auch erst aufgestanden bin, trinke ich jetzt mal meinen Kakao. Den guten natürlich. Hier, Bärenmarke Kakao, das ist morgens ganz angenehm. Muss man sich nicht erst was fertig machen, sondern kann einfach trinken. Da siegt halt eindeutig die Faulheit. Super verlassen, ja.
Momentan kann ich euch nicht mal sagen, ob es besser geworden ist beim Fahren. Aber um einen richtig krassen Vergleich zu kriegen, ist, wenn ich die ganze Kacke einfach auf Low stelle. Aber auf Low stellen ist ja voll ätzend. Naja. Da ist eine Lackiererei. Mal schauen, der Bus kriegt ja auch bald noch wieder Textur. Textur ist übertrieben, aber der Bus kriegt ja auch bald. Oh, Farbe verpasst. Und der muss auch vor allen Dingen bald eh getankt werden und gewaschen werden. Mal schauen, vielleicht machen wir das direkt nach dem Auftrag schon. Lass dann erstmal noch den Morgen wieder einklingeln. Und fahren dann mit dem nochmal los, tanken. Tanken und waschen eben. Zumindest wir fahren jetzt ja die ganze Zeit an der Küste entlang. Ich komme da wohl da gleich vorbei, aber das bringt mir nichts, weil ich da nicht anhalten kann und tanken und so weiter. Das kostet zu viel Zeit und ich möchte, dass meine Gäste, Fahrgäste, mein Personal, mein Personal, die Kunden, machen wir es mal so, auch pünktlich ankommen. Ich glaube, es ist doch schon etwas besser geworden. Mal schauen, ob das am Flughafen, was ja gleich immer so kritisch ist, auch so gut ist. Weil der Flughafen ist ja immer schon so ein leichtes Ruckelfest gewesen. Ich denke halt einfach, die Flugzeuge von der Performance, die ja dann auf einmal zählt, sind unheimlich hoch, denke ich. Das hat man ja oft überall. Dass es genau diese Probleme sind, die dann halt das Problem dann verursachen. Mal schauen, werde ich um Neujahr rum ein bisschen weiterspielen. Ich denke schon, ich werde heute ein paar Aufnahmen fertig machen. Und dann werden wir mal überlegen, heute ist Samstag. Mal schauen, so, weil ich brauche, sag ich mal, für 4 Folgen brauche ich auch meine 2 Stunden. Ohne Probleme sind die ja dann weg. Ich werde heute jetzt gleich mal nur so 2 aufnehmen, dass ich die auch noch fertig kodiert und bearbeitet kriege. Das ist ja heute wieder pünktlich, obwohl die kommt erst um 15 Uhr online, oder? Ich glaube schon, die kommt erst um 15 Uhr. Also hätte ich gar nicht mal so Stress. Ich dachte, die kommt um 13:30 Uhr. Dann könnte ich ja doch alle 3 in 1 aufnehmen. Alle 3 in 1 bearbeiten. Das könnte trotzdem noch so einigermaßen funktionieren. Na gut, schaue ich mir später an. Erstmal fahren wir ein Ründchen, wir sind ja noch relativ frisch. Mal schauen, ich denke, wir schaffen jetzt wohl in einer Stunde Aufnahme von mir aus. Denke ich mal, schaffe ich wohl die Tour, hoffe ich. Aber das heißt ja nun mal leider nichts. Jo. Jo, trinken wir noch einen Schluck. Ich habe heute Morgen, ich lade ja gerade noch hoch, na, kann ich gerade nicht zeigen, weil ich im Spiel bin. Ich habe heute Morgen mal so ein bisschen, wo ich auf den YouTube-Kanal kurz geguckt habe, welche Videos und so weiter, ob alles passt. Kurz durch die Analytics gegangen, habe gedacht, alter Vater, die sind ganz schön gestiegen in der Weihnachtszeit. Also wir haben echt, die sind in den letzten 28 Tagen, das Video kommt ja auch heute, also passen die Sachen ja immer noch, haben wir eine Wiedergabezeit oder Aufrufzeit, warte, ich gucke ganz kurz nach. Ich habe Maurice davon und Adrian davon ein Bild geschickt. Dadurch, dass Adrian ja auch mit aufnimmt, darf er das ja auch sehen. Also wir haben eine Wiedergabezeit in den letzten 28 Tagen in Minuten von 21.900, schieß mich tot, also knapp 22.000, da fehlen wirklich nicht mehr viele. Aus Aufrufe um die 10.000. Die sind aber, da sind, ist aber, warte, ich muss ganz kurz gucken. Au, scheiß die Wand an. Ich muss ganz kurz gucken, ich kann das hier so schlecht lesen. Ist um 30% gestiegen. Oder 20%, also ist etwas unscharf, deswegen kann ich das leider nicht ganz genau sehen. Wir haben insgesamt, glaube ich, pro Tag eine Stundenwiedergabezeit von 16 bis 18 Stunden. Das ist gar nicht so schlecht. Also das ist echt annehmbar. Die Zeit. 18 Stunden pro Tag. Man soll ja für Monetarisierung wird uns jetzt ganz ehrlich, wir haben ja sonst erfüllen wir alles längst. Also man soll ja pro Jahr eine Aufrufzeit, eine Wiedergabezeit von 10.000 Stunden haben oder irgendwie sowas in der Richtung. Oder eine Wiedergabezeit oder eine Aufrufzeit, ich weiß es nicht mehr genau, wie es heißt. Die haben wir ja auch, denke ich, locker fertig gemacht.
Wenn wir ja schon im Monat toppen. Natürlich, man muss auch sagen, der Dezember ist immer so der High-End-Monat. Man müsste mal. Und wir haben, glaube ich, in den letzten 28 Tagen 24 Abonnenten gemacht. Das heißt, gut jeden Tag ein. Gut jeden Tag ein. Das ist auch top. Also das macht es auch. Wo ist mein Headset-Kabel? Da. Also von daher alles einwandfrei. So macht das Laune. Ich gedacht, komm, dann neue Motivation, da kannst du halt aufnehmen. Am Samstagmorgen. Und nein, das wird jetzt nicht zum Dauerbrenner, dass ich jetzt jeden Morgen die Folgen frisch produziere, vor allem, weil das nicht geht. Vor allem, weil ich morgens auch gerne nochmal was anderes machen möchte, als auf jeden Fall PC zu starten und aufzunehmen. Ich möchte auch vielleicht morgens einfach mal ein Internetspiel, alter Vater, jetzt denkt, hier geht das aber auch ab. Warum hier? Hier steht doch ne. Geht doch. Möchte auch vielleicht morgens mal ohne kommen und meine Browser-Games gucken. Was ich zum Beispiel gestern, keine Ahnung, 2 Stunden gemacht habe. Gestern Morgen habe ich, glaube ich, 2. Ich war gestern Morgen relativ zeitig sogar. Schön mit meinen Monitor-Kopfhörern schön ins Ohr gedrückt. Mucke laufen, dann habe ich mich 2 Stunden durch P&T geklickt. Also es wundert mich halt immer, dass ich das ohne Probleme schaffe. So, wir fahren jetzt rein, lernen aus, sammeln wir neue Leute auf der anderen Seite ein und fahren dann schon wieder zurück. Und zurück geht ja immer bekanntlich schneller, haben wir festgestellt. Warum, weiß ich auch nicht, aber gefühlt ist das immer schneller. Oh, was mache ich denn hier? Da habe ich die Kurve nicht gekriegt. Und ich möchte vor allem auch mal wieder um sie fahren. Ich habe halt irgendwie so richtig Bock, mit dem Cetra eine Runde zu drehen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das auf Ruhrautour oder auf auf Ruhrau oder Ruhrgebiet, das weiß ich noch nicht genau. Ich hätte irgendwie Lust auf die TBS im Cetra, weil ich die. Oder die 979, die kann es auch gut im Cetra fahren. Ich muss mal gucken. Das werde ich heute auf jeden Fall auch noch in Angriff nehmen. Aber erst nachdem ich alles an Video fertig gemacht habe. So, 23 Uhr, Abladezeit. Na, und warten. Und warten, und warten, und warten. Jetzt müssen wir doch alles alle raus. Wundert mich halt immer, dass im Zieh hinten noch kein Sitz drin ist. Einer. Keine Ahnung. Hier ist alles leer. Schön. Dann wenden wir mal eben. Dann machen wir eben eine Wende. So, und zurück geht ihr immer schneller. Warum? Weiß ich nicht. Gefühlt ist das für mich immer schneller, wenn du weißt, dass du da schon mal da bist. Also jetzt wieder nur noch zurückfährst. Dann, oh, meine Fresse geht da richtig ab. Dann weißt du auf jeden Fall, dass das irgendwie schneller ist. Ach, stehen doch ein paar Leute. Ich hätte schon gedacht, hier steht gar keiner. So, da warten wir mal.
Jetzt geht's ja nur noch zurück. Wir haben jetzt eine, genau, das heißt, wir müssten jetzt diese Folge und nächste Folge, wir haben genau eine Stunde, genau 45 Minuten für eine Hinfahrt, also für hingebraucht. Dann bräuchten wir zurück grundsätzlich das Gleiche. Das heißt, im Umkehrschluss müssten wir Ende nächster Folge auf jeden Fall wieder fertig sein. So ist zumindest meine Theorie. Aber Theorie und Praxis, wie man weiß, sind irgendwie nicht so oft Freunde. Boah, gestern Panik gehabt. SB8, Ruhrau, längste Linie. Oder bei mir die zumindest größte Datei. Ich dachte, ich müsste die schon doppelt uploaden, ey. Boah, wer wollte die einfach nicht verarbeiten, YouTube? Als dann alle Videos fertig waren, also ich hatte gar nicht alle 8 Videos von OMSI hochgeladen, als sie dann, keine Ahnung, fertig waren, dann fing der erst an, als das letzte Video verarbeitet wurde, das danach zu verarbeiten. Da habe ich gedacht, oh. Schon fast Panik gehabt, dass ich das Ding Wix-Kack jetzt doch nochmal uploaden muss. Weil der ist ja nicht so mein Favorite. Vor allem, ich merke jetzt auch die OMSI-Folge, die ich nur mit 30 FPS aufgenommen habe, weil, keine Ahnung, irgendwas komisch war. Die sind auch nur mit 800 MB relativ klein geraten diesmal. Also, die sind auch wahrscheinlich relativ gut oben. Das müsste auch relativ zügig gehen. Hier ruckelt das aber auch so. Ich weiß gar nicht warum. Jetzt geht's wieder. Komisch, komisch, komisch. Ach, wir fahren ja gleich, glaube ich, noch Airport an. Ja, wir fahren auf jeden Fall Airport wieder an. Oh Mann. Aber ich glaube, für die Tour gibt es auch richtig Geld. Ganz kurz gucken, kann ich eigentlich in die Fahrzeuge, Inventar, Aufträge. Das kann ich echt machen. Mit 1. Perfekt, das wollte ich nochmal machen. Weil ich jetzt ja unterwegs bin. Das ist ganz praktisch, dass man so eine mobile Arbeitsstation dabei hat. Boah, geht das ab hier? Geht das ab hier? Der mobile Arbeitsplaner. Während einer kurzen Aufenthalt kurz irgendwie neue Aufträge verteilen. So muss das. Ich muss da hier irgendwo rein. Ach, da vorne erst. Ja, mal schauen, wenn das mit Fernbus geht, dass man, wenn man sich die DLC aus die Bus auch einen Tourist Pass hat, wenn dann, also wenn das möglich ist, dann gibt es hier auf jeden Fall neue Busse. Also das steht schon mal, dann denke ich, dicke fest, da werde ich mir wahrscheinlich dieses Comfort Class DLC organisieren, weil das ist, denke ich mal, was auf jeden Fall sinnig ist für das Spiel, dass man da halt ein paar mehr Busmodelle hat. Natürlich, wir werden jetzt erstmal ganz normal weiterspielen, weil die sprechen zwar alle von Januar. Ich glaube aber da bisher noch nicht ganz so dran. Also Januar ist zwar gut und schön, aber ich glaube da nicht dran, dass das auch bis Januar was wird. Deswegen habe ich gesagt, komm, werden wir jetzt erstmal, wenn wir das jetzt erstmal so machen, ich werde ganz normal weiterspielen. Und es ist ja nicht so, als würden wir nichts kriegen oder nichts verdienen hier. Dass wir uns dann mal eben einen neuen Bus zu leisten, wenn die Comfort Class da ist oder das mit dem DLC auch funktioniert, dann werden wir das auf jeden Fall machen, das ist gar keine Frage. Aber wir müssen in der Zeit ja auch weiterkommen. Aktuell sehe ich es nicht so, dass ich neue Busse hole. Und ich werde wahrscheinlich nur ein bisschen, also komplett neue, wo die anderen bleiben. Ich würde wahrscheinlich austauschen. So die älteren schon mal wieder eliminieren und dafür brandneue Busse kaufen. Wie zum Beispiel dieser Bus wird nachher der Austausch zum Einer. Also ich glaube, das ist ja auch WZS Mark 1 als Kennzeichen, glaube ich. Oder ich mache da nochmal richtige Kennzeichen drauf. Weiß ich noch nicht. Irgendwie so. Weiß ich noch nicht. Irgendwie sowas. Vielleicht gucke ich mir nochmal an. Das ist jetzt hier. Wir spielen auf der. Ah, wie heißt die Insel noch? Ich habe sie da vergessen.
Nicht Ruhr, nein. Ich bin zu viel in Omsi. Usen, ne, ich Usedom. Auf jeden Fall auch nur eine Stadt. Vielleicht davon irgendwie gucken, was das für echte Kennzeichen auf der Karte hat, auf der Insel hat. Dann die echten Kennzeichen, dann irgendwie so als weiteres WZ und dann irgendwie so 101 für den ersten und dann 102 für den zweiten und 102 für den dritten. Und bis wir dann mal 100 Busse haben, dann sehe ich hier aber auch wahrscheinlich schon, dass ich eh keine Touren mehr einfahre. Weil wir dann eher erst auf der Linie fahren können, was so geht. Von daher geht das voll ab. Ja, morgen startet, also im Spiel morgen, startet also um 8, also in einer halben Stunde, ist der Tag, wo unser Sightseeing-Tour startet. Oh, Scheiße. Da bin ich auch mal ganz gespannt, was das wird. Weil da ist der Fahrer auch den ganzen Tag mit beschäftigt. Ich habe den, glaube ich, nur eine. Habe ich den eine Solo-Variante gegeben? Ich glaube, ich habe den. Ja, ich glaube, ich habe den die Solo-Variante gegeben. Weil wir sind ja mit dem Zeta durchgezimmert. Das war ja. Ging auch wohl, aber ist jetzt nicht unbedingt das Optimalste vom Optimalsten. Das sollte auch gehen. So viele Passagiere haben wir nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir je Busse komplett so voll werden, dass wir Passagiere stehen lassen müssen und vielleicht irgendwann auch zu zweit fahren müssen. Ich glaube, dafür ist Tourist-Bus allgemein nicht ausgelegt. Von daher müssen wir uns da wahrscheinlich gar keine Gedanken drum machen, dass sowas überhaupt passieren wird. Von daher. Ja, wir haben als nächstes Punkt. Genau, da sind wir ja gestartet gerade schon. Das sollten wir jetzt ja wohl in 8 Minuten schaffen, bis wir noch dahin kommen. Wenn die auch alle einsteigen. Drin sind sie, ab geht's. Also in der Stadt ruckelt es ja im Allgemeinen so ein bisschen. Ich finde ich halt nur die Soundqualität. Die Sound ist, also der Sound im Spiel ist halt tatsächlich echt heftig, wenn man sagt. Oh, da ist echt ein Tropfen. Scheiß drauf. Die Soundqualität im Spiel ist echt unterschiedlich. Wenn du, sag ich mal, Türen offen hast, ist das unheimlich laut. Und wenn du dann, sag ich mal, Türen zu hast, ist das. Oh, scheiß die Wand dann. Ist das wieder unheimlich leise, vorsichtig komme. Da habe ich noch kein Auto vor mir. Läuft. Das ist wirklich, finde ich, noch das Einzige. Manko will ich jetzt mal nicht sagen, aber das ist, denke ich mal, was unheimlich. Ich spiele jetzt die ganze Zeit bei mir im Headset mit, dass ich, wenn ich anhalte, das kurz leiser mache, weil ich finde das echt laut. Und ich bin halt einfach nur etwas soundempfindlich. Das kann es ja wohl auch geben. Von woher wollen wir uns jetzt auch mal nicht aufhalten lassen hier? Jo. Ich weiß gar nicht, morgen fahre ich auch noch was am 8. Ich weiß nur noch nicht, was? Shuttle Service oder so? Da habe ich morgen noch mal eine Tour. Ich weiß es nicht, muss ich unbedingt gleich mal gucken. Weil da gucken wir dann, wenn es soweit ist, so in etwa. Vielleicht schaffen wir es schon am Ende der nächsten Folge. Weil wir haben jetzt gerade mal 25. Also wir haben. Bisschen weniger zurückgebraucht als hin. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder so. Da mich kommt das einfach immer nur komisch vor. Dass wir immer schneller zurück sind als hin. Naja, kann ich auch sehr gut mit leben. Die Tour soll, glaube ich, planmäßig um 3:03 Uhr enden, also um 3:30 Uhr. Und bis dahin haben wir auch noch ein bisschen was vor uns. Oh, richtig Paddy. Dann steigt mal ein. Ich hätte mal kurz meine Kleckerei auf dem Schreibtisch beseitigen. Hab nämlich hier kleckert. Und zweimal. Läuft heute. Heute läuft. Naja, nicht schlimm. Haben wir alle? Haben wir alle.
weiter geht's. Also wir haben jetzt noch gute 5 Minuten. Und wir sind jetzt, sag ich mal, schon. Kommst du mal aus dem Quark? Schade, wir haben leider keinen Manfred drin. Dann könnten wir jetzt sagen, Manfred, mach dich nicht so dick. Passt leider nicht verkehrtes Spiel. Ach, wenn ihr euch irgendwas wünscht, was ich vielleicht machen soll in dem Projekt, ihr wisst was, was ich vielleicht unbedingt nochmal angehen soll, dann müsst ihr mir das sagen, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Wie ihr wisst, meine Favorite ist ja eher so in Richtung relativ schnell gute Steinbeine aufbauen und relativ gut schnell Geld verdienen. Ich denke, wir verdienen aktuell relativ gutes Geld mit unseren Bussen, aber mehr geht immer. Wir haben aktuell ja auch nicht unbedingt die Probleme mit Personalmangel. Von daher, da läuft es auch, wenn nicht, stelle ich Leute ein. Ich denke mal, das sollte innerhalb von einem Tag wohl geregelt sein. Und wenn auch, solange keine Leute krank werden, dann ist das, denke ich mal, alles ein minimales Problem, weil Busse haben wir auch satt. Und wir pfeifen mir aktuell auch nicht auf dem letzten Loch, was das Geld angeht. Von daher mache ich mir da, glaube ich, aktuell relativ wenig Gedanken drum, dass wir da wirklich gut vorankommen aktuell. Hier ist Hotel. Und hier bloß nicht so schnell fährt. Also das Schöne ist, jetzt ist nachts. Hier kann man relativ gut fahren. Kommen mir nicht so viele KI-Autos entgegen. Hier ist aber überschaubar. Mit der Anzahl an Fahrgästen. So, dann einmal rein, einmal raus, bitte. Aber wir fahren jetzt als nächstes. Bum, 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 bum. Ah, oben schon. Unten ist abgegrast. Wir sind ja, glaube ich, bis nach da gefahren. Oder? Nee, bis nach da. Ich weiß es gar nicht. Wir arbeiten uns jetzt wieder nach oben. Übers Büro. Ja, einmal hier so eine richtig schöne Schleife ziehen. Dass man das vielleicht nicht vielleicht ein bisschen anders gelöst hätte, so planungstechnisch, dass man vielleicht zwar hier kommt, von hier auch hier drüber fahren muss, aber dann halt nicht hier wieder komplett zurück, sondern auch vielleicht hier noch eine kleine Auffahrt machen hätte könnten. Das wäre, denke ich mal, auch noch eine Maßnahme gewesen, die man ganz, denke ich mal, umsetzen hätte können. Also fährt man sich halt nicht Stein und Leute aus. Nö. Nö, nö. Tut's nicht. Und dann fahren wir jetzt gleich über unseren neuen Standort nach Hause. Da kommen wir jetzt halt auch gleich dran vorbei. Wo ich spontan noch nicht weiß, was ich damit halten soll. Es ist wahrscheinlich nur die Möglichkeit, dass ich Busse haben kann. Mehr Busse, als ich aktuell habe. Aus KI bleibt da bloß stehen. Aus. Dass ich da wahrscheinlich nur mehr Busse parken kann. Aber dass man vielleicht doch mal da hinfahren muss, um von dort aus zu starten. Ja, wahrscheinlich auch ganz lustig. So, dass der Bus da steht und nicht auf dem Betriebshof da. Weil aktuell immer, wenn ich Busse spawne, stehen hier bei mir an der Schnauze der Tür. Ich brauche nur raustreten und dann sitze ich im Bus schon etwa. Das wäre vielleicht auch nochmal was, was man könnte, aber weiß noch nicht genau. Vielleicht kann man da auch immer noch ein Büro bauen oder so, dass man vielleicht komplett aus der kleinen Stadt rausgeht. Ich weiß es nicht, weil überlegbar wäre auch, dass man vielleicht das komplett aus der ganzen kleinen Stadt da rausgeht. Das ist zwar ganz nett da, aber ich wüsste spontan nicht, was ich damit anstellen sollte. Weil da ist ja schon eng, da ist zwar ganz nett. Da kann man auch eigentlich immer so eine Handvoll Busse stationiert lassen, aber dass man vielleicht auch irgendwann umzieht,
mit dem Büro in die große Komplexe, da denkt man, so einen zweiten Standort macht, also auch noch Büro lassen, wenn man mal gerade in der Nähe ist, dass man da reinfahren kann oder gucken kann dort. Dadurch, dass ich meinen mobilen PC ja förmlich in der Hosentasche habe, ist das auch relativ uninteressant. Aber was noch uninteressant ist für euch, ist die Folgenlänge, oder ist es euch doch interessant, das weiß ich nicht ganz genau. Ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder weiter in Fraktur Spa Simulation. Bis dann, danke, tschüss.